Acerola-Pulver, Wirkung und Dosierung der Vitamin-C-Kirsche. Die Acerola oder auch Acerola-Kirsche ist eine wahre Vitamin-C-Bombe. Acerola hat eine antioxidative Wirkung, stärkt unser Immun- und Herz-Kreislauf-System, verbessert das Hautbild und sorgt für gesunde Gelenke. Die Wirkung und Dosierung von Acerola-Pulver zeigen wir euch in diesem Video. Das ist die Acerola-Kirsche. Acerola ist eine Kirsche, welche an Sträuchern wächst und im mittel- und südamerikanischen Raum beheimatet ist. Die Früchte der Acerola haben weltweit den höchsten Anteil an Vitamin C und in 100 Gramm frischem Acerola-Saft sind bis zu 4500 Milligramm Vitamin C enthalten. Sie wird auch in unseren Breiten immer beliebter und bekannter und als Nahrungsergänzungsmittel und auch in der Kosmetikindustrie eingesetzt. Die essbare Acerola-Frucht kann unsere Lebensmittelabteilungen leider nicht erreichen, da sie sehr schnell verdirbt und den Export nicht überstehen würde. Deshalb erhalten wir meist nur das Pulver der Acerola, welches aus dem Saft der Früchte in einem schonenden Gefriertrocknungsverfahren hergestellt wird. Die Inhaltsstoffe der Acerola. Die Acerola enthält Mineralien, Spurenelemente, ist reich an frischem Vitamin C, welches in seiner reinen Form und ohne Chemie besonders wichtig für unseren Körper ist. Ballaststoffe und Kohlenhydrate hingegen sind kaum in der Acerola-Frucht vorhanden. Vitamin C wird nicht von unserem Organismus selbst gebildet, sondern muss über die Nahrung zugeführt werden. Weiterhin ist Vitamin C ein Antioxidant und schützt unseren Organismus vor freien Radikalen. Durch diese Wirkung kann Vitamin C den Körper vor Zellschädigungen schützen und die Regeneration unserer Zellen unterstützen. Eine vorzeitige Hautalterung wird verlangsamt, die Innenwände der Gefäße geglättet und durch die verbesserte Eisenaufnahme durch Vitamin C wird der Aufbau von Kollagen in unserem Körper gefördert. Die Wirkung der Acerola-Kirsche. Die wertvollen Inhaltsstoffe der Acerola weisen zahlreiche positive Auswirkungen auf unseren Körper aus. Neben dem hohen Gehalt an Vitamin C haben gerade die sekundären Pflanzenstoffe in der Acerola eine große Bedeutung für unsere Gesundheit. Wer das Pulver der Frucht regelmäßig als Nahrungsergänzungsmittel verzehrt, profitiert auf vielfältige Weise. Das Pulver der Acerola-Kirsche stärkt unser Immunsystem, verringert die Histaminkonzentration im Blut, kann die Symptome bei Allergien lindern, senkt erhöhten Blutzuckerspiegel, schützt unser Herz-Kreislauf-System, beugt der Hautalterung vor, regeneriert unsere Zellen und entgiftet unseren Körper. Einnahme und Dosierung von Acerola-Pulver. Acerola gibt es in unterschiedlichen Darreichungsformen, wie Acerola-Fruchtsaft, Acerola-Pulver oder Acerola-Kapseln. Ihr selbst dürft entscheiden, welche Form ihr bevorzugt. Wir konzentrieren uns hier auf das Pulver und die Kapseln. Die Dosierung spielt eine große Rolle, ist aber in der Regel auf jeder Verpackung oder im Beipackzettel angegeben. Die Einnahme von Acerola als Pulver. Acerola-Pulver ist die beliebteste Möglichkeit der Einnahme. Etwa 1 Gramm Acerola-Pulver täglich, also ein halber Teelöffel, reichen vollkommen aus, um den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken. Ihr könnt das Pulver in Wasser oder Säften auflösen, euch Smoothies zubereiten oder als Zugabe in Müslis, Joghurts oder Quark streuen. Die Einnahme von Acerola-Kapseln. Auch Kapseln mit dem Acerola-Extrakt sind sehr beliebt, immer und überall verfügbar und eine einfache und gute Möglichkeit, euren Körper mit ausreichend Vitamin C zu versorgen. Meist ist eine Acerola-Kapsel mit 500 Milligramm Acerola-Pulver versehen und sollte zweimal täglich mit ausreichend Wasser eingenommen werden. Nebenwirkungen von Acerola. Bisher konnten, auch bei zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, noch keine Nebenwirkungen von Acerola festgestellt werden. Selbst wenn ihr das Pulver überdosiert, ist das nicht problematisch. Da Vitamin C wasserlöslich ist, wird es, wenn zu viel genommen, einfach wieder ausgeschieden. Haltet euch aber bitte immer an die angegebenen Dosierungsempfehlungen. Schwangere und stillende Mütter sollten vor der Einnahme mit ihrem behandelnden Arzt sprechen und Kinder sollten Acerola-Pulver nicht einnehmen. So, das war's für heute mit Acerola-Pulver, Wirkung und Dosierung der Vitamin-C-Kirsche. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von Tropisch Gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund.
Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.